Der Krieg gegen Jugoslawien war ein großes Verbrechen gegen das serbische Volk. Es war auch ein Präzedenz. Die NATO hat das erste Mal in ihrer Geschichte einen Angriffskrieg, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt außerhalb ihres Verteidigungsgebiets. Und es ist gut, sich jetzt 25 Jahre später daran zu erinnern. Wir sehen, dass sich die NATO in der Zeit dazwischen immer mehr entwickelt hat zu einem Tool zur Durchsetzung amerikanischer geopolitischer Interessen. Sie hat ihr ursprüngliches Ziel, ein Verteidigungsbündnis zu sein, verloren.